Ja, ich trage einen Bademantel, aber es ist ja auch erst 5:09 Uhr. Andererseits, jeder streamt doch live in dieser Wahlnacht auf Facebook oder auf YouTube oder auf seiner Homepage. Mache ich das hier halt auf Snapchat. Ist zwar nicht live, vielleicht aber ein bisschen weniger deppert als das, was manche deutsche Medien jetzt gerade anstellen. Und das Ergebnis dieser Livestreaming-Bemühungen deutscher Medien, das ist nicht weniger traurig als das Wahlergebnis im Moment. Das Handelsblatt ging ganz früh drauf gestern und schaltet immer wieder hin und her. Und man merkt einfach, dass die Ex-Kollegen da einfach keine Fernseherfahrung haben. Hier, ich berichte live vom Times Square mitten aus New York. Auch hier laufen die Wahlen. Es sind viele Leute gekommen, um sich direkt hier am Times Square anzuschauen, wie. Ich habe ja auch einige New Yorker getroffen, beziehungsweise Amerikaner, die aus Long Island kommen und die mir mal erzählen, wie ihr Blick auf die Wahlen und auch. Es ist vielleicht ein bisschen böse, wenn ich die Dame von Focus Online, die da gerade gesprochen habe, mit einem Bambi vergleiche. Andererseits, diese Naivität, mit der mancher an das Thema Livestreaming herangeht, das ist schon wie ein junges Reh. Sehr unterhaltsam, die interviewten Amerikaner, die halten dann das Ansteckmikro selbst. Das ist natürlich hochprofessionell, was Focus Online da veranstaltet. So richtige Fernsehprofis, die machen das aber anders, oder? Also zum Beispiel, sage ich jetzt mal, Tscherno-Jobatai. Okay, zur Entschuldigung. Die Huffington Post, für die Tscherno-Jobatai das macht, die hatten wohl ein technisches Problem. Wie mir der geschätzte Chefredakteur der Huffington Post Deutschland, Sebastian Mattes, hier im Bild nämlich sagte, ist ihnen das Mischpult für die unterschiedlichen Kanäle abgeraucht. Ja, der Ton hat auch nicht funktioniert, hat aber nicht dazu geführt, dass man jetzt einfach mal aufhörte, sondern man hat munter weitergesendet. Immerhin aber hat man die Videos bei der Huffington Post Deutschland in unterschiedliche Videos unterteilt und nicht wie beim Handelsblatt. Programming for you, but if you want to, please feel free to get up. There's a buffet outside. The bar is open. It's on up. Die ganze Live-Show in ein Video gepackt, wo dann immer Pausen laufen. Inzwischen ist dieses Video angelaufen auf 3 Stunden 48. Wer also neu einsteigt, muss wieder ganz von vorn anfangen und dann spulen, was zum Buffern führt, was exakt keiner machen wird. Would hurt Bavaria? Yeah, that's true. Because in especially in Bavaria, we have a lot of companies, especially in the south part of Germany. BMW, for example. Immerhin, das Mischpult ist dem Handelsblatt nicht abgeraucht. Man hat einfach eine Kamera gerichtet auf die Bühne der Wahlparty in Washington. Und genauso wie Tscherno-Jobatai von den großen Lernen heißt Siegen lernen, filmt man dann einfach mal Bildschirme mit schlechtem Ton ab. Aber keine Sorge, bevor es so richtig spannend wird in der Wahlnacht, da hört natürlich das Handelsblatt auf, live zu senden. Und das betrifft leider auch den Weltspiegel, der live von der Georgetown University in Washington sendete, mit dem geschätzten Richard Gutjahr. Die vorher eingepreist waren und die mit der Entscheidung am Ende nichts zu tun haben. Wir warten also nach wie vor auf Florida. Das scheint sehr, sehr eng zu werden. Und obwohl man gesagt hat. Hier merkt man sofort, die beiden können Fernsehen. Das wirkt lockerer, das wirkt entspannter. Die reden klare Sätze. Andererseits merkt man Andreas Zichowitz auch an, dass mit diesem Internet, das finde ich total faszinierend, dass man das einfach so mal machen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Der Hashtag US-Wahl-Lab, den könnt ihr nachher mal verfolgen, ob wir drauf sind. Das war unser Experiment mit iPhones und. Ja, das Ganze wurde mit iPhones und iPads gedreht. Und das ist natürlich ein schönes Experiment der Öffentlich-Rechtlichen, das man definitiv begrüßen kann. Nur vor 4 Uhr deutscher Zeit war all das schon wieder beendet und man fragt sich, warum? Es ist vielleicht meine westfälische Seele, die sagt, wenn ich was mache, mache ich es richtig und dann bin ich live drauf, wenn die Entscheidung fällt. Ja, das ist halt nicht so einfach mit dem Fernsehspielen, das merkt auch die Bild, die ganze Zeit irgendwie sowas wie live sendet. Denn während CNN-Leute es ja gewohnt sind, über Stunden und Stunden hinweg Sendungen zu machen, ist man das bei der Bild nicht. Und deshalb gibt es dann irgendwann unkommentiertes Live-Material von irgendeinem Sender.
Und das bedeutet, wer jetzt gerade auf Facebook dann den Link zum Live-Video erhält, der sieht dann halt das. Das kann man zwar als künstlerische Intervention in Sachen Medienkritik betrachten, aber ich fürchte, Bildleser werden nicht ganz so intellektuell darüber denken. Mit Ton klingt das Ganze übrigens so. Wie der große Harald Schmidt schon sagte, man muss halt auch mal schweigen können. Allerdings, der Erfolg gibt den Bildmachern ja auch recht. Das gucken sich derzeit 2500 Menschen an. Und das ist ja ein schöner Erfolg eigentlich, dafür, dass man nicht... Vorher mühten sich dann Bildreporter, das schlechter zu erklären, was alle anderen in ARD, ZDF oder CNN auch erklären. Und genau da kommt ja der Punkt, den ich nicht verstehe. Warum macht man das denn überhaupt? Dass die blau ist und nicht rot, 74 sind ausgezählt, davon sind 45,5 für Clinton und Donald Trump hat auch hier einen Vorsprung. Denn selbst die Öffentlich-Rechtlichen tun sich ja schon schwer, diese Wahlnacht durchzustehen und versuchen irgendwie so einen Jugendslang. Da ist dann die Rede von Abräumen und Bibbern und alles soll total cool sein und die ARD hat tatsächlich Matthias Optenhöfel dahingesetzt. Und der moderiert halt in seiner ständigen Fröhlichkeit das Ganze so weg wie Skispringen oder Stefan Raab. Was bemerkenswert ist, anscheinend schaut keine der deutschen Redaktionen tatsächlich so die US-Sender. Wir haben inzwischen kurz vor 6 und seit 2 Stunden seppe ich so hin und her und 2 Dinge fehlen mir beim deutschen Fernsehen und bei den deutschen Livestreams. CNN analysiert eben auf Wahlbezirksebene und kann deshalb sehr viel genauer sagen, in welche Richtung wir steuern. Natürlich leider nicht in einer sonderlich schöne. Das andere sind Kontakte in die Wahlkampfzentralen und in die Parteien hinein, um zu erfahren, wie denn jetzt tatsächlich gerade die Stimmungslage ist. Diese Kontakte haben natürlich die US-Medien und deshalb bekommen wir immer wieder sehr gute Stimmungsbilder von ihnen geliefert, wie tatsächlich die Wahlkampfzentralen die Lage sehen. Diese Kontakte haben deutsche Medien nicht, erst recht nicht, wenn sie dann einfach im Heuschreckenschwarm mal kurz vor der Wahl erst anreisen. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass offensichtlich da niemand so richtig schaut und zuhört, was die US-Sender und US-Medien tun, um dann einen Nachrichtenüberblick zu geben. Den gab es zwar gerade in der ARD, aber das bezog sich dann auf diese 3D-Printer der Washington Post und ob das Netz sich jetzt langweilt. Ist natürlich eine beliebte Frage, ob das Netz sich jetzt so langweilt nach all diesen Stunden. Weil man sich das jetzt so vorstellt als deutscher Journalist, nach all diesen Stunden, Short Attention Span, Sie kennen das, da langweilt sich das Netz. Auch als Zeitung kann man übrigens solch einen Livestream ganz anders organisieren und das zeigt die Washington Post. They are up there waiting for the situation that they are in right now. It's a little bit of a chaotic scene. Because there are no senior staffers at this point, we assume have to come out and say something about what's going on, either to dismiss the, you know, thousands of people who are in this room. Das war so ein Beispiel. Das war nicht mehr eine Live-Schaltung zu Hillary Clintons Hauptquartier und da gibt es dann tatsächlich die aktuelle Stimmungslage. Die Washington Post übrigens interessanterweise streamt nicht auf Basis von Facebook, sondern nutzt YouTube Live. Doch auch da muss man sagen, dafür, dass die Washington Post es ist, die Zahl der Zuschauer ausbaufähig. Und dann ist mir gerade was eingefallen. Vor 8 Jahren in der Wahlnacht, da war ich in San Francisco im Yerba Buena Center und ich habe live gestreamt. Das war im Jahr 2008 live gestreamt mit einem Nokia N95, wenn ich mich recht erinnere, und über den Livestreaming-Dienst KIK. Und angesichts dessen, dass es nicht nur eine Aufnahme von vor 8 Jahren war mit einem schlechten Handy bei einem schlechten Streaming-Dienst und dann auch noch konvertiert auf YouTube, dafür war die Qualität dann doch gar nicht so schlecht, oder? Oh, und noch ein Livestream. Big winner in this election. Are millennials a big loser? I mean, we heard about millennials all election long, that they were... Aussie.com, der millennial-orientierte, vor allem Newsletter-orientierte Dienst, hat ebenfalls einen Livestream zusammen mit Wired.
Und auch wenn das sehr ordentlich gemacht ist und der Moderator einen sehr sympathischen Eindruck macht, wie viele Leute interessiert es? Nun gibt es bei so einer Wahlnacht, gerade bei einer so langen Wahlnacht, ja immer zwei Seiten. Einerseits die ernste, man will konkrete Zahlen, man will konkrete Prognosen, man will Analysen haben. Und das decken Sender wie CNN sehr gut ab. Andererseits braucht man natürlich auch ein bisschen, ja, so die Stimmung, die Emotionen und die Hintergründe, abgesehen von der Analyse. Letzteres, das gibt es richtig gut bei einigen Leuten hier auf Snapchat. Deshalb jetzt einige Snap-Empfehlungen dieser Wahlnacht. Richard Gutjahr ist ja nun wirklich kein Geheimtipp mehr. Er ist an einer Universität in Washington und berichtet von den Reaktionen der Studenten. Katrin Witsch ist Volontärin oder Redakteurin, das weiß ich jetzt gerade gar nicht genau, wie ihr Status da ist, beim Handelsblatt. Und sie versucht wenigstens das, was das Handelsblatt ansonsten nicht macht, nämlich einen Blick hinter die eigenen Kulissen. Eva Schulz ist für Hochkant unterwegs. Hochkant ist das Snapchat-Angebot des öffentlich-rechtlichen Jungmedienangebotes Funk. Prognosen, die Clinton knapp vorne. Für ihre Kampagne könnte das zum Problem werden, weil die Leute denken, gewinnt ja eh, da muss ich nicht mehr wählen. Deshalb konzentrieren sich ja auch viele der... Und Eva erzählt auf ganz wunderbare Art und Weise mit den Mitteln von Snapchat ihre Geschichten. Für mich ist sie die begabteste Multimedia-Journalistin Deutschlands. Die New York Times begreift Snapchat ganz klar als sehr junges Angebot und erklärt ganz wunderbar die US-Wahl mit M&Ms. Sehr nette Idee. Tatsächlich gibt es aber auch noch ein anderes neues Format und das macht die New York Times. Es ist nämlich eine Art Chat zwischen ihren Experten. Live-Bloggen, das machen ja viele, aber alle versuchen dann einen kleinen Artikel zu schreiben. Hier hat man tatsächlich eine Kommunikation zwischen den einzelnen Reportern. Die Herausforderung ist dann, in diese Kommunikation reinzuspringen als Leser, weil man muss ja von unten nach oben lesen, aber ein spannendes Experiment. Und endlich mal kein schlecht gemachtes Fernsehen im Internet. Danke, New York Times. Ups, kleiner Fehler von mir. Man muss bei der New York Times gar nicht von unten nach oben lesen, sondern es ist auch hier das Gegenteil eines Live-Blogs. Man liest von oben nach unten. Aber ich sehe ein ganz anderes Szenario. Wenn Trump in Amerika Präsident werden kann, dann kann Marine Le Pen auch in Frankreich Präsidentin werden. Das war jetzt am frühen Morgen, 8.25 Uhr, ein Facebook-Live-Interview mit Friedrich Merz von Rheinische Post Online. Und gerade wollte ich meckern, weil angekündigt war es mit Stellt eure Fragen an Friedrich Merz und dann kamen gar keine Nutzerfragen, aber tatsächlich am Ende wurden sie dann doch beantwortet. Und tatsächlich glaube ich, das ist ein sinnvollerer Einsatz von Livestreaming für Nicht-Fernsehmedien als dieses Herumdilettieren vieler anderer in dieser Wahlnacht. So, und jetzt wird mancher sagen, ja, der redet doch nur über Medien. Stimmt, hier ging es nur um Medien, weil über Politik können andere vielleicht dann doch besser reden und schreiben als ich. Doch letztendlich fasst das Bild hinter mir, das ihr vielleicht die ganze Zeit schon gesehen habt, meine persönliche Meinung zu diesen Wahlen sehr gut zusammen.